Ich muss dich korrigieren, Andi. Ich bin wieder Basis. Ich bin... oder so. Ja. Ahoi. Das ist ja der typische Piratengruß heutzutage. Aber wer sind die Piraten? Was wollen sie? Was wollen wir? Und wie wollen wir das? Ich habe viele Fragen dabei und wenig Antworten. Mir geht es heute nicht so sehr um die allgemeine Ausrichtung der Piratenpartei oder gar um inhaltliche Details. Mir geht es vielmehr um die Umsetzung unserer Piratenidee und um die Gefahren, die wir zu umschiffen haben, um an unser Ziel zu gelangen. Und Gefahren gibt es viele. Da seien als Beispiel immer genannt die Untiefen des Zwischenmenschlichen, die Kaperschiffe der politischen Mitbewerber, piratisch sind sie leider nicht, die Klippen der öffentlichen Meinung. Aber wir sind gewappnet. Wir haben alles an Bord, was wir brauchen. Wir haben eine Mannschaft, die mit allem nötigen Know-how ausgestattet ist. Wir haben die Möglichkeiten, die Berufspolitiker das Fürchten zu lehren. Wir müssen nur wollen. Und unsere Mannschaft muss lernen, sich nicht ständig gegenseitig zu bekämpfen. Sowohl in den Mannschaftsquartieren als auch in der Offiziersmesse, lieber Bundesvorstand. Um die Piraten zu verstehen, ist es wichtig, sich auf unsere Ursprünge zu besinnen. Die Piraten sind in einem ihnen zutiefst feindlichen Umfeld entstanden. Machst du jetzt ein Foto? Ja. Lange Jahre haben sich sowohl die Politik als auch die Industrie überhaupt nicht um das Internet gekümmert. Und es war gut so. Die Hacker waren glücklich und genossen ihre Freiheit. Die Freiheit zu sein, wer man sein wollte. Vor allem aber die Freiheit zu sagen, was man sagen wollte. Dann kamen die Tauschbörsen und mit ihnen kamen wir noch erst nach einer längeren Zeitspanne die Aufmerksamkeit von ein paar wichtigen Menschen. Plötzlich war das Internet nicht mehr das bis auf einzelne große und spektakuläre Hacks relativ unbekannte und unbeachtete Kommunikationsmedium. Es war auf einmal Feindbild Nummer 1 für die MPAA, die RIAA, die GEMA und wie die ganzen Urheberrechtsverbundsspinner alle heißen. Und das war die Zeit, als man Content-Faschisten auch gerne genommen, jawohl. Das war die Zeit, als in Schweden das Pirat Piran gegründet wurde. Eine Selbstverteidigungsmaßnahme der Macher von Pirate Bay. Das ging dann so eine ganze Weile weiter. Dann kamen einige Politiker auf die Idee, ihren Stammtischwählerschaften das Internet als neues Feindbild zu präsentieren. Die Hacker. Niemand konnte mit einem Hacker so richtig was anfangen. Insbesondere nachdem die ganzen sogenannten Qualitätsmedien den Unterschied zwischen einem Hacker und einem Cracker nie so richtig verstanden haben. Geschweige denn, was ein Blackhead, ein Whitehead oder ein Scriptkiddy ist. Genau das Richtige also, um unbestimmte Ängste darauf zu projizieren und Angst zu schüren. Das Internet dürfe kein rechtsfreier Raum sein, ist seitdem ein immer wieder bemühtes Schlagwort. Das Internet wurde eingezäunt und eingeengt. Daraufhin dachten sich einige Hacker, da muss man doch was machen und denkt doch an die Kinder und beschlossen ihren Protest nicht mehr einfach nur ungehört von der breiten Masse und der Gleichgesinnten zu artikulieren. Immer mehr Blogs beschäftigten sich mit netzpolitischen Themen und immer mehr von uns wollten an die Öffentlichkeit mit ihren Anliegen. Nachdem dann bloße Öffentlichkeitsarbeit irgendwann nicht mehr ausgereicht hat, war die Idee einer Partei geboren. Da die alten Parteien unsere Linie nicht vertreten wollten und sich als völlig beratungsresistent erwiesen, gründeten sich die Piraten. Die Piraten dümpelten dann noch ein Weilchen mehr oder minder unbeachtet vor sich hin. Kaum jemand wusste von ihnen und keiner hat sie so richtig ernst genommen. Bis Zensursula auf die Bühne trat. Ursula von der Leyen hatte beschlossen, als billiges Wahlkampfmanöver mal so richtig auf die fiesen Kinderschänder im bösen Internet einzuschlagen. Da wurde fröhlich von einem Massenmarkt für Kinderpornografie fabuliert und von der Vergewaltigung von Klein- und Kleinstkindern gesprochen. Und dass das alles im Internet stattfände. Die oft wiederholte Meinung von Experten und Betroffenen, dass der Massenmarkt eher völlig unrealistisch sei und dass die weitaus höhere Anzahl von Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch im direkten Umfeld stattfindet, wurde entweder gänzlich ignoriert oder mit Scheinargumenten vom Tisch gewischt. Das alles sollte dann mit Hilfe von Netzsperren, grandioser Plan, ein für alle Mal hinter einem Vorhang verschwinden. Die Netzsperrenpläne wiederum haben die Mitgliederzahlen der Piratenpartei geradezu explosionsartig auf über 12.000 Mitglieder anschwellen lassen. Seit dieser Zeit sind wir Piratenwehr. Wir werden wahrgenommen
und das ist das Wichtigste, wir werden ernst genommen. Das gibt zwar keine Partei so richtig zu, aber die aufgeschreckten Reaktionen, wie zum Beispiel der Netzpolitik-Kongress der CSU, mein Tischtuch stützt ab. Ja, dieser Netzpolitik-Kongress der CSU, mal als Beispiel genannt, diese aufgeschreckten Reaktionen sprechen Bände. Jetzt ist es an der Zeit, unsere Anliegen und unsere Ziele durchzusetzen und neue politische Maßstäbe zu setzen. Was sind aber unsere Ziele? Eins vorweg, eine allgemeingültige Fassung, was die Ziele der Piratenpartei genau sind, gibt's nicht. Jeder Pirat hat völlig eigene Motive und niemand, aber auch wirklich gar niemand, kann einem Piraten vorschreiben, was er zu denken oder zu sagen hat. Deshalb möchte ich hier kurz meine Sicht der Dinge beschreiben, von der ich denke, dass sie zumindest von einem Großteil der Piraten geteilt wird. Landesverband Berlin ausgenommen. Die Piraten treten an als Bannerträger für die Hoffnung. Die Hoffnung auf Sachpolitik statt Parteienstreit. Die Hoffnung auf lösungsorientiertes Denken statt Besitzstandswahrung. Und vor allem für die Hoffnung auf Freiheit. Die Grundidee, die piratige Politik bisher stets bestimmt hat, war die Freiheit. Wir wollten, dass man uns in Frieden unseren Interessen nachgehen lässt und dass man aufhört, uns Internetnutzer als Feindbild zu betrachten. Aus dieser egozentrischen Sicht heraus erkannten wir aber, dass nicht nur wir gefährdet sind, wenn Bürgerrechte eingeschränkt werden, sondern wir alle. Wir sahen voraus, was Ungarn jetzt mit seiner staatlichen Zensurbehörde unter Beweis gestellt hat. Wir sahen voraus, was die USA mit WikiLeaks derzeit unter Beweis stellen. Und wir sind der Meinung, so geht's nicht. Jeder Mensch soll in Freiheit leben und nach seiner Fasson glücklich werden. Und weil unsere Politiker, alle miteinander, egal ob schwarz oder rot, grün oder gelb, nicht verstanden haben, worum es geht, werden wir als Piraten dringender gebraucht als jemals zuvor. Versteht mich jetzt nicht falsch. Wenn ich meine Samstage faul auf dem Sofa verbringen könnte, statt hierher nach Regensburg zu fahren und mich mit Politik zu beschäftigen, dann wäre ich alles andere als böse. Aber offensichtlich haben unsere Politiker ein klein wenig dagegen, mir meine Freizeit zu gönnen. Sie schränken unsere Freiheit ein, wo sie nur können und versuchen alles, um uns nicht merken zu lassen, was sie als nächstes planen. Ich vertraue Politikern gerade so weit, wie ich sie werfen kann. Und deswegen brauchst du die Piraten. Wir sind die Partei, die den Menschen die Hoffnung zurückgeben kann, dass es auch anders geht. Dass Politik nicht aus Geklüngel und Intrigen bestehen muss. Dass jeder die Chance bekommen und vor allem auch nutzen kann, seine Rechte als souverän auszuüben. Und hier rede ich nicht davon, alle 4 Jahre mal ein Kreuzchen auf dem Zettel zu machen. Die Piraten sind die einzige Partei, die für den Dreiklang Freiheit, Hoffnung und Vertrauen stehen kann. Wir kämpfen für unsere Freiheit. Wir haben die Zuversicht und die Hoffnung, dass dieses Land trotz allem gegenteiligen Anstrengungen doch noch eine mustergültige Demokratie werden kann. Und bei uns kann man darauf vertrauen, dass wir die Macht nicht missbrauchen, sondern dass wir sie zum Wohl aller einsetzen. Und dass wir die optimale Lösung, wenn wir sie nicht gerade griffbereit haben, zumindest dran arbeiten. Das sagen wir jedenfalls. Zurzeit sieht es bei den Piraten allerdings alles andere als vertrauenerweckend aus. Da werden Intrigen gesponnen, der Kerni-Flügel bekämpft den Volli-Flügel, der Norden Deutschlands streitet mit dem Süden, die Liquid-Feedback-Fans prügeln sich mit den Gegnern, die WGE-Fans tun das gleiche mit ihren Kritikern und keiner hört dem anderen auch nur ansatzweise zu, geschweige denn, dass er unser gemeinsames Ziel im Auge behält. Kurzum, die Piraten befinden sich in einem desaströsen Zustand. So desaströs, dass sogar der vergleichsweise gemäßigte Süden Piraten Deutschlands mittlerweile laut darüber nachdenkt, sich vom Rest zu separieren.
Wir reden von Freiheit und Hoffnung und Vertrauen und vergessen dabei, dass diese Begriffe deutlich mehr sein müssen als schöne Schlagworte. Wir reden über die Umsetzung von Ideen, wo wir uns noch nicht mal auf ein gemeinsames Ziel geeinigt haben. Müssen wir uns wirklich um die Ausgestaltung des bedingungslosen Grundeinkommens streiten, wenn längst noch nicht klar ist, was für ein Gesellschaftssystem wir uns wünschen? Müssen wir uns über einzelne Liquid-Feedback-Features streiten, wenn längst noch nicht klar ist, was für eine Art Basisdemokratie wir wollen? Wir reden von Basisdemokratie und einzelne Bundesvorstandsmitglieder in Lauerstellung auf eine neue Amtszeit. Danke für Erik Fenn-Hier-Koch für diese schöne Formulierung von der Baden-Württemberg-Mailingliste. Nutzen also diese Bundesvorstandsmitglieder in Lauerstellung auf eine neue Amtszeit, nutzen ihren Einfluss schamlos aus, um die Basis in ihrem Sinne zu beeinflussen. Alles in allem geht es bei den Piraten zurzeit also nicht besser zu als bei jeder anderen Partei. Um genau zu sein, nicht besser als in jedem handelsüblichen Kleintierzüchterverein. Was kann man jetzt aber tun, um zu vermeiden, dass die Piraten den letzten Rest Glaubwürdigkeit verspielen und durch ihre internen Grabenkämpfe in der politischen Bedeutungslosigkeit versinken? So viel sei vorausgeschickt. Ich habe kein Allheilmittel. Ich habe eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, was wir alle besser machen müssen, damit ich mich wieder wohlfühle bei den Piraten. Und ich bin mir durchaus sicher, dass auch diese Ansicht mehrheitsfähig ist. Wir sollten insgesamt anders an unsere inhaltliche Ausrichtung herangehen. Statt zu schauen, wie wir ein BGE gestalten können, sollten wir uns zunächst mal fragen, was wir für die Gesellschaft erreichen wollen. Statt uns die Köpfe einzuschlagen, welches Meinungsbildungstool das bessere ist, sollten wir uns erstmal fragen, was für eine Art Basisdemokratie wir überhaupt erreichen wollen. Kurzum, die Piraten diskutieren meiner Ansicht nach, die teile ich durchaus mit Sebastian, viel zu viel über spezifische Umsetzungsideen, wo noch ein konkretes, klares Ziel fehlt. Das ist ein Logikproblem, das wir zuerst mal beheben sollten, bevor wir uns anderen Dingen zuwenden. Ein weiterer wichtiger Baustein ist unser Verhalten untereinander. Wie wäre es, wenn sich jeder von uns in Zukunft, bevor er eine wütende E-Mail an eine Mailingliste verschickt oder einen Rant über Twitter loslässt, erst einmal überlegt, wie seine Aussagen auf das jeweilige Gegenüber wirken? Wie wäre es, wenn sich mehr Leute an RFC 1855 halten würden? Ich sehe schon, ein paar kennen den. Da steht sinngemäß, du solltest keine verärgerten Nachrichten verschicken, wir nennen diese Flames, selbst wenn du provoziert wirst. Kurz gesagt, lasst die Trolle Trolle sein, dagegen könnt ihr eh nichts tun. Ignoriert die Deppen einfach und unterhaltet euch mit anderen vernünftigen Menschen über Sachpolitik. Und wenn ihr ein elektronisches Kommunikationsmedium nutzt, dann überlegt euch vorher, ob ihr das, was ihr schreiben wollt, dem Gegenüber auch so ins Gesicht sagen würdet. Und wie wäre es, wenn unsere endlosen Streitereien mit anderen Piraten endlich mal aufhören würden? Es gibt so viele Dinge da draußen, über die man sich aufregen kann. Müssen es da wirklich die eigenen Parteifreunde sein? Ich sage nein. Ich bin der Meinung, Piraten können zusammenarbeiten. Ich habe so viele positive Beispiele für gute Zusammenarbeit zwischen einzelnen Piraten, zwischen ganzen Gliederungen und sogar innerhalb der Bundespartei, dass ich sie gar nicht alle aufzählen kann. Aber die meisten von uns sehen immer nur die negativen Seiten von internen Querelen. Das muss doch nicht sein. Lasst andere Parteimitglieder erstmal was machen, bevor ihr ihnen was kaputt redet. Lasst uns zusammen sehen, was man besser machen kann. Und lasst uns zusammen daran arbeiten, die Fehler, die wir als Piratenpartei noch haben, auszubügeln und gemeinsam etwas Großartiges zu erreichen. Hört eurem Gegenüber zu und gebt ihm eine Chance, seinen Standpunkt darzulegen. Nur weil seine Meinung nicht die eure ist, heißt das nicht, dass sie falsch ist. Versucht euch von Fakten leiten zu lassen. Vielleicht ist ein BGE ja doch kein Teufelszeug. Und vielleicht ist die Finanzierung doch nicht so ganz unstrittig. Vielleicht habt ihr beide recht. Vielleicht ist Liquid Feedback nicht der Messias unter den Meinungsbildungstools und vielleicht ist es doch nicht gänzlich unnütz. Was ich euch zu sagen versuche ist, seid nett zueinander. Tut euren Job und verändert die Welt. Wir sind Piraten, wir haben Träume und wir haben dieses Jahr eine ganze Menge Wahlen zu gewinnen. Lasst euch nicht unterkriegen und arbeitet zusammen.
Mein Name ist Dave und ich bin stolz, Pirat zu sein.